Lieber Bulli, du siehst blendend aus. Was hast denn du gemacht in den letzten Wochen? Oh, ich hab ein bisschen Urlaub gehabt und mir geht's auch gut. Also ich weiß nicht, ob man das in diesen schwierigen Zeiten so sagen darf. Also ohne schlechtes Gewissen zu haben. Also mir geht's gut. Ich habe sogar, also wenn ich so direkt gefragt habe, ich habe mit dem Sport wieder angefangen. Und zwar? Ja, ich habe tatsächlich in den Tagen, wo ich jetzt ein bisschen frei hatte, da gab es dann so ein Wochenende, da hatten wir Besuch, die gute Freundin von meiner Frau war da, meine Mutter war da, die Ladies haben dann angefangen, so Rommikop zu spielen und ich saß da so daneben und habe so aus dem Fenster geguckt und dachte so, ich mache jetzt mal ein paar Kniebeugen. Kniebeugen. Dann habe ich 10 Kniebeugen gemacht und das hat so gut geklappt, dass ich sofort 10 Liegestützen hinterher gemacht habe. Und das hat auch Spaß gemacht, dann habe ich noch Sit-Ups gemacht. Noch danach. Und dann habe ich das Laufen angefangen. Während die es gespielt haben, Skat gespielt. Ja, und dann habe ich, hab ich so festgestellt, dass das so irre ist, dass der Körper sich ja so, der erinnert sich ja. Also der erinnert sich, dass ja, man wenn mal, er was zum Erinnern hat. Ne? Ja, und bei mir hat er sehr viel zu erinnern, weil ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich erzähle es einmal, ich wäre ja beinahe mal Hochleistungssportler geworden. Und in welchem Fach? Na, das fing damit an, dass ich glaube mit 3 oder 4 Jahren, ich bin ja immer gelaufen. Ich bin die ganze Zeit gerannt, immer auch im Kreis, die ganze Zeit. Meine Mutter hat es irgendwann mal so für sich entdeckt. Und immer im Haus? Ich bin immer gerannt und irgendwann hat sie mir auch den Müll in die Hand gedrückt, habe ich runtergelaufen, draufgelaufen, zum Kiosk, also hat sie mich laufen lassen. Ich bin nur gelaufen, die ganze Zeit. Und als ich eingeschult wurde, bin ich auch gelaufen. Und dann bin ich, kein Witz, die 100 Meter in 13,2 gelaufen, als 7-Jähriger. Genau, ja. 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 Und dann gab es so ein Jugendprogramm für sportlich Begabte. Mhm. Da hat man mich so durchgecheckt. München. Wir reden von München. Von München, genau. Und dann haben sie aber auch gemerkt, dass ich nicht nur schnell laufen kann, sondern auch schnell schwimmen kann. Okay. Ich war dann irgendwann sogar mal Rettungsschwimmer in Rimini, aber das erzähle ich später. In Rimini? In Rimini, ja. Sieh dich vor, da komme ich her. Wirklich? Ja, so vielleicht in ganz damals, frühen vielleicht Jahren. Vor Hannover. Vielleicht habe ich dich ja damals schon mal rausgezogen. Aber es ist ja toll. Ja, ja. Ja, wussten wir gar nicht. Ja, ja. Also, man kann es kaum glauben. Also wie ging es dann weiter? Ich bin dann irgendwann zum Skifahren mehr oder weniger mal auf die Skier gestellt worden. Das funktioniert auch ganz gut. Und bin dann beim U17-Kader. In Rimini oder in München? Nee, da war ich schon wieder zurück in München. Da bin ich dann beim U17-Kader bei den Skispringern gelandet. Und da habe ich mir aber dann bei einem Rekordversuch die Kniescheibe rausgeschossen. Und das war aber der Grund, dass der FC Bayern dann einen Rückzieher gemacht hat. Und, ja, aber. Mein lieber Bulli, ich glaube, du lügst wie gedruckt. Hat man es gemerkt? Lange nicht, muss ich sagen. Sehr lange nicht. Aber es passt zum Thema deines Besuches. Ja, ich wollte vor allem mal gucken, wie lange ich damit durchkomme. Ja. Also, ich wollte jetzt noch das Thema Astrophysik ansprechen. Aber hast du jetzt da lange überlegen müssen oder kam das einfach so aus der Tiefe deines Herzens? Du hast mich inspiriert. Zum Hochstab. Zu Rimini. Zu Rimini, ja. Ja, nee, ich hab schon gedacht, also man groovt sich da so ein. Man fängt so an, Geschichten zu erzählen und dann versucht man mal zu an der Reaktion zu erkennen, okay, wie weit komme ich? Ich habe aber sehr früh das Lügen aufgehört. Also mit, das muss ich auch dazu sagen, mit 10 oder 11. Und? Warum eigentlich? Gab's dann, ja, ich konnte mir das nicht merken. Also ich habe verschiedenen Leuten verschiedene Dinge erzählt. Also ich konnte mich in der Schule wahnsinnig schwer konzentrieren. Und bin dann so, wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe, dann waren die Schneeflocken irgendwie spannender und dann sind so Geschichten. Aber hast du nicht die Erfahrung gemacht, dass Lügen ganz gut ankommen, dass man damit Erfolg hat? Ja, ich nicht. Also weil man es mir ansieht. So. Mhm. Ich habe aber damals schon auch gemerkt, dass man mit guten Geschichten Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe nur dann irgendwann aufgehört damit, weil ich, wie gesagt, mir nicht mehr merken konnte, wem ich was erzählt habe. Und dann bin ich bei der Wahrheit geblieben, weil die kann man sich immer besser merken. Also ein wirklich kongenialer Einstieg in diese Sendung und vor allen Dingen in den in das Thema, ins Sujet deines Filmes, der Ende des Monats Premiere haben wird. Du hast dir einen Skandal vorgenommen, ein paar Jahre schon alt. Da hat ein Reporter unglaublichen Erfolg gehabt, unglaublich viele Preise eingeheimst, indem er Geschichten zum großen Teil frei erfunden hat. Bevor ich sage, dass die meisten Geschichten von ihm bei den Kollegen des Spiegel erschienen sind, muss ich aber auch sagen, der hat ja auch als freier Mitarbeiter für Zeit Online und für Zeit Magazin Wissen geschrieben. Also auch wir sind auf den reingefallen. Was? Ich glaube auch der eine oder andere, also ein offenbar in diesem Fach sehr begabter Mensch.
Und der hat dich offenbar so fasziniert, dass du gesagt hast, ich widme dem einen ganzen Film. Also nicht die Person an sich, sondern der, ich sag mal, der Vorfall. Also, da geht es ja... Du schaust gerade die Kollegin... Nein, weil es geht ja ums Filme machen, ums Geschichten erzählen. Und man ist ja irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche nach Stoffen, oder? Klar, also eine gute Geschichte, ja, alles. Ja. Man will immer gucken, was gibt's, was kann man so erzählen. Und ich schlag da so an. Also wenn ich so merke, egal ob das ein gutes Buch ist, das ich lese, oder ein Vorfall so vorbeischwimmt, dann denke ich mir jedes Mal, ist das was für ein Film oder nicht? Und in dem Fall war das ein Volltreffer. Also ich hatte komischerweise auch sofort, ohne jetzt Details zu kennen, oder glaube ich schon, wir waren ja weit entfernt von dem Drehbuch, gleich so eine Idee oder so einen Gedanken. Wie du von dem Skandal erfahren hast, sofort, ja, spontan? Ja, er hat sofort so ein Gefühl von Rhythmus oder wie man sozusagen mit der Lüge dann auch spielen kann. Ist ja toll, wenn man eine Hochstapler-Geschichte erzählt, dann kann man ja selber im Grunde sich in diesem Teich so tummeln. Also man kann ja dann selber so kleine Haken schlagen oder Dinge erfinden. Und dann gab es ja dieses Buch von Juan Moreno. Das ist ein Kollege gewesen, ja, von diesem Klaas Relotius. Wir geben ihm jetzt mal die Ehre, nennen auch den Namen. Der wohl als erster gemerkt hat, da ist was faul. So. Und der das auch erklärt hat, seinen Vorgesetzten. Und ihm wurde am Anfang nicht geglaubt. Und dieses Buch heißt 1000 Zeilen Lüge. Mhm. So. Und diese Rechte an diesem Buch haben sich die Produzenten gesichert, die den Film produziert haben. Und das hat mich total gewurmt. Weil ich wollte eigentlich diese Geschichte machen. Und dann war ich erst beleidigt. Und zwei Wochen später haben die mich aber angerufen. Nee, und wollten ja, genau dich als Regisseur. Ja, ja, also ich kannte beide nicht. Sebastian Berninger und Hermann Florin, die Produzenten. Und haben so ganz schmeichelhaft geschrieben. Sag, ja, der hab ich, wir können uns keinen besseren vorstellen wie Sie. Und dann habe ich natürlich sofort zurückgerufen. Weil damit kriegt man mich. Ja, so.